Hallo zusammen und einmal ganz herzlich willkommen und ein ganz herzliches Dankeschön an euch, dass ihr heute da seid. Obwohl ja die Videos auf meinem Kanal schon seit einiger Zeit recht unregelmäßig kommen, umso mehr freue ich mich, dass ihr nochmal heute dabei seid. Und es soll heute gehen um zwei Buchlisten, die ich Anfang des Jahres zusammengestellt und gepostet habe. Primär habe ich die so auf Instagram gepostet, würde ich sagen. Wer mir auf Instagram folgen möchte übrigens, der Account ist immer ganz unten in der Infobox unter meinen Videos verlinkt. Da ist man etwas tagesaktueller darüber informiert, was mich so bewegt in der Welt der Literatur und der Welt des Naturschutzes tatsächlich. Mein zweites großes Interessensgebiet. Genau, aber ich habe es dann auch hier auf YouTube gepostet. Wenn ihr das verpasst habt, ist egal, wir gehen die Listen jetzt gleich nochmal durch, denn die Idee dieses Videos ist, dass ich mal zurückschaue darauf, ob ich die Bücher aus diesen Leselisten gelesen habe und wenn ja, wie sie mir gefallen haben, wenn nein, ob ich sie vielleicht noch lesen möchte. Denn konkret habe ich das Ziel, in diesem Video hier eine kleine TBR-Liste noch für das Ende des Jahres zusammenzustellen. Das Jahr ist ja noch nicht vorbei, wir haben ja noch 2 Monate. Und ich habe mir vorgestellt, ich werde vielleicht so um die 3 Bücher noch auswählen von diesen Listen, bei denen ich mir dann wirklich vornehme, die bis Ende des Jahres noch abzuhaken, noch zu lesen. 3 klingt nicht besonders viel, vor allem für Booktube-Verhältnisse, aber ich kenne das von mir. Ich komme nicht mehr so viel zum Lesen wie in den Anfängen und den Hochzeiten dieses Kanals. Und ich habe noch eine Handvoll von Büchern, die ich unabhängig von diesen Listen noch bis Ende des Jahres lesen möchte, aus unterschiedlichsten Gründen. Und deswegen möchte ich mir nicht zu viel Stress machen und ich möchte es realistisch und schaffbar halten. Deswegen habe ich gedacht, um die 3 Bücher. Wir gucken mal, wie das gleich läuft. Oh, ich muss mir noch einen Stift holen oder ich tippe es ins Handy. Das Handy habe ich schon parat liegen. Muss ich gleich noch mal gucken. Genau, was waren das für Buchlisten? Das war zum einen eine Liste mit Neuerscheinungen, auf die ich mich gefreut habe, die 2023 eben erscheinen sollten. Immer mit der kleinen Fußnote, das waren eben Neuerscheinungen, von denen ich Anfang des Jahres wusste. Es ist immer so, dass weitere Bücher dann noch im Verlauf des Jahres angekündigt werden, wegen denen ich auch völlig aus dem Häuschen bin, die vielleicht dann jetzt nicht auf der Liste draufstehen, weil ich noch nicht von ihnen wusste. Bei dieser Liste muss ich zu meiner Verteidigung sagen, da habe ich mir jetzt nicht fest vorgenommen, dass ich die alle dieses Jahr lesen muss. Nichtsdestotrotz war der Wunsch irgendwie schon da und natürlich waren das Bücher, auf die ich mich gefreut habe. Und ich glaube, es wird trotzdem interessanter, nochmal drauf zu schauen. Und dann habe ich noch eine Liste zusammengestellt mit, ich glaube, ich habe es genannt, 13 Bücher für 2023. Typisch wäre gewesen zu sagen, 23 Bücher für 2023, das sieht man schon mal häufiger so. Und 23 war mir irgendwie zu viel und deswegen habe ich gedacht, ziehe ich 10 ab und mache 13. Irgendwie erschien mir das damals logisch und bei der Liste, muss ich gestehen, hatte ich wirklich das Vorhaben, diese Bücher dieses Jahr mal so von der Liste zu streichen und wirklich zu lesen. Und ich habe jetzt nicht mehr drauf geschaut, weil ich so ein bisschen das Spontane behalten wollte beim Sprechen über diese Bücher. Aber mein Bauchgefühl ist, dass da einiges noch ungelesen ist und wir werden das gleich sehen. So, jetzt hole ich mir noch kurz einen Kugelschreiber, falls ich gleich ein bisschen anders stehe nach dem Schnitt, dann liegt das daran. So, da bin ich wieder. Ich habe meinen Post aufgerufen und das waren für die Neuerscheinungen, die wir jetzt zuerst machen, 2 Slides in einem Post mit jeweils 6 Büchern. Und dann sehe ich oben links ganz am Anfang In Ascension von Martin McInnes. Ja, das ist ein guter Start, ironisch gemeint, denn das habe ich schon nicht gelesen, dieses Buch. Darauf bin ich aufmerksam geworden durch den Booktuber Eric Carl Anderson. Der hatte das angekündigt, als er es selbst noch nicht gelesen hatte und allein die Inhaltsbeschreibung, die er gab, klang super spannend. Er sprach auch davon, dass er von dem Autor schon anderes gelesen hat, was ihm gut gefallen hat, glaube ich. Und in diesem Buch soll es um eine Meeresbiologin gehen, die zum Thema Tiefsee forscht. Und als übergeordnetes Thema geht es wohl viel um Kommunikation. Die Kommunikation von ihr zu ihrer Familie fällt ihr wohl sehr schwer. Aber dann nehmen, glaube ich, Außerirdische Kontakt auf zur Erde und sie ist da irgendwie mit im Team, die die Kommunikation zu diesen Aliens machen muss. Ach, und jetzt werde ich angerufen. Hallo. Genau, wo war ich? So viel zum Inhalt. Ich fand, das klang sehr cool. Dann war das Buch auch sogar für den Booker Prize nominiert, was mich im ersten Moment auch nochmal sehr neugierig darauf gemacht hat. Allerdings, sobald ein Buch dann so nominiert ist für irgendeinen Preis, bekommt es auch mehr Rezensionen. Und je mehr Rezensionen ein Buch bekommt, desto mehr sind da auch vielleicht negative Stimmen dabei. Und so habe ich prompt
eine Rezension von Matthew Schirapa gesehen, der meinte, das Buch wäre langweilig und viel zu lang. Und das klang dann wieder nicht so gut und hat mich wieder etwas zögerlich gemacht. Was meine TBR-Liste angeht, weil ich gesagt habe, ich packe da jetzt nur so zwei, drei, vier Bücher drauf, will ich jetzt das nicht direkt drauf packen. Ich fühle das gerade nicht so, dass ich das noch dieses Jahr lesen muss. Ich nehme das aber im Hinterkopf mit ins nächste Jahr. Also ich bin nach wie vor eigentlich neugierig auf das Buch. Okay, so viel dazu. Als nächstes haben wir auf der Liste Magie und Milchschaum von Travis Baldry. Ich habe diese deutsche Übersetzung auf meine Liste gepackt, weil die im Frühjahr 2023 noch erscheinen sollte und jetzt erschienen ist natürlich. Ich habe aber dann das Original gelesen, nämlich Legends and Lattes heißt es im Original. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das ist ein cozy Fantasy-Buch, das ursprünglich im Self-Publishing erschienen ist, dann aber sehr erfolgreich war und auch von Verlagen aufgekauft wurde. Und die Prämisse davon ist, es ist irgendwie High Fantasy, was so die Figuren und die Kreaturen und das Setting angeht, aber es hat Low Stakes, also keine großen Schlachten, keine blutigen Kämpfe, nicht viele Tote oder vielleicht gar keine Tote, ich will jetzt nicht spoilern, sondern gemütliche Wohlfühlatmosphäre. Also es geht im Kern um eine Ork-Kriegerin, die ihr Leben als Kriegerin gründlich satt hat und ihr Schwert an den Nagel hängt, ziemlich wörtlich genommen sogar, und beschließt, ein Café zu eröffnen. Und dann geht es so darum, auf was für Schwierigkeiten sie da stößt, wie sie erstmal den ganzen Pferdestall umbauen muss, wie sie sich eine Karte zusammenstellen muss, Leute finden muss, die für sie kellnern und backen. Und ja, es gibt durchaus auch Schwierigkeiten und Herausforderungen und dramatische Szenen. Also es ist nicht nur alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ich fand, das war eine sehr gelungene Geschichte. Und in einem anderen Video habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, das war so pures Seelenfutter. Also ich fand das total schön. Und es gibt auch ein Prequel, das schon angekündigt ist. Das soll Books and Bone Dust heißen. Und das möchte ich irgendwann auch noch lesen. Ich glaube, das hebe ich mir so ein bisschen auf für einen Moment, wo ich so ein Wohlfühlbuch auch richtig brauche. Aber da freue ich mich schon drauf. Dementsprechend ist Magie und Milchschaum oder Legends and Lattes aber nichts für meine TBR-Liste. So, und dann kommen wir als nächstes zu Please Do Not Touch This Exhibit von Jen Campbell. Und das habe ich schon bereitgelegt, weil ich noch wusste, dass das auf der Liste stand. Das ist der neue Gedichtband von Jen Campbell. Ein bekannter Name für Leute, die meinem Kanal aufmerksam folgen. Sie ist Autorin und Booktuberin und eben auch Lyrikerin. Also sie schreibt sowohl Prosa als auch Lyrik. Und sie ist außerdem Botschafterin für Menschen mit Behinderung. Das macht sie so aus Überzeugung. Sie selbst hat ja auch eine Behinderung, wobei ich jetzt den genauen Namen wahrscheinlich gar nicht aus dem FF wiedergeben könnte. Es steht vielleicht hinten drauf auf Englisch. Habe ich jetzt hier nicht sehen können, aber diese Behinderung hat auf jeden Fall Relevanz auch für das Buch, denn darum geht es auch ganz viel. Also es ist eine super persönliche Gedichtsammlung, in der sie viel darüber spricht, dass sie eben ihr ganzes Leben lang schon seit der Geburt sich ganz vielen Operationen unterziehen musste, viel Zeit in Krankenhäusern verbracht hat. Und dann geht es auch um ihre IVF-Behandlung, der sie sich seit vielen Jahren unterzieht, um eben zu versuchen, schwanger zu werden. Also eine extrem persönliche Gedichtsammlung. Hoffentlich gibt es zu letzterem ein kleines Happy End, denn in ihrem zuletzt erschienenen Video hat sie gesagt, dass sie jetzt tatsächlich schwanger ist, ich glaube in der 13. Woche. Und ja, also ich drücke ihr da ganz, ganz fest die Daumen. Ich bin ja ein kleines Fangirl. Ich folge ihrem YouTube-Kanal seit 2016, habe seitdem kein Video verpasst, was sie veröffentlicht hat. Und diese Gedichtsammlung, darum geht es ja, die habe ich zur Hälfte etwa gelesen bisher. Ich habe ein bisschen andere Dinge priorisiert. Ich habe mir aber auch ganz bewusst Zeit damit gelassen, um da nicht so durchzuhetzen, um die Gedichte auch wirken lassen zu können. Und dieses Büchlein werde ich hundertprozentig bis Ende des Jahres noch auslesen. Da müsste schon viel passieren, damit das nicht passiert. Von daher packe ich das jetzt gar nicht erst auf meine TBR-Liste. Ich habe fast das Gefühl, das wäre geschummelt. Ich bin ja auch schon hier dran und zur Hälfte durch. Und ja, also das werde ich noch lesen, aber ich schreibe das jetzt vielleicht nicht extra auf meine Liste. Oder vielleicht schreibe ich es der Vollständigkeit halber mit drauf. Aber das ist eigentlich gesetzt, dass ich das noch bis Ende des Jahres lesen möchte. Und ich freue mich auch drauf, obwohl es auch eine durchaus etwas schwermütige Gedichtsammlung ist. Aber ich habe auch immer im Hinterkopf, dass es bestimmt für Jen sehr heilsam war, diese
ja, dieses Trauma irgendwo aufzuarbeiten in ihren Gedichten. Ja. Als nächstes auf meiner Liste steht »Wir hätten uns alles gesagt« von Judith Herrmann. Das habe ich leider auch nicht gelesen. Judith Herrmann ist eine Autorin, von der ich schon zwei Bücher gelesen habe, eine Kurzgeschichtensammlung und dann ihren letzten Roman »Daheim«, den ich ganz toll fand. Das ist auch der Grund, weswegen ich jetzt neugierig war auf ihr nächstes Buch. Ja. Leider noch nicht gelesen und ich bin mir jetzt gar nicht mehr hundertprozentig sicher, worum es überhaupt geht. Ich glaube, es ist kein Roman, sondern es sind eher non-fiktionale Texte. Ich meine, gehört zu haben, dass es viel um das Schreiben geht, was mich eigentlich sehr neugierig macht, weil ich es liebe, wenn AutorInnen über das Schreiben schreiben. Das finde ich eigentlich immer sehr, sehr spannend. Hab's irgendwie einfach noch nicht geschafft, bin noch nicht dazu gekommen, bin nach wie vor neugierig auf dieses Buch. Ich fühle es aber gerade nicht so, das jetzt auf meine TBA-Liste für die letzten zwei Monate des Jahres zu setzen. Also ja, vielleicht bin ich jetzt gerade ein bisschen sehr vorsichtig mit dieser Liste, aber ich lasse es jetzt erstmal noch runter. Und dann kommen wir zum nächsten Buch, He Who Drowned the World von Shelley Parker Chan. Als ich mein Posting gemacht habe, gab es dazu noch gar kein Cover. Mittlerweile gibt es das Cover, mittlerweile ist das Buch erschienen. Und zwar ist das der zweite Teil zu She Who Became the Sun. Und das sollte auch ursprünglich ein Zweiteiler werden, dann wäre das eben jetzt der Abschluss. Ich hoffe, dass es dabei geblieben ist bei diesem Plan. Ihr merkt schon, ich habe das leider auch nicht gelesen. Ja, aber gar nicht bewusst dagegen entschieden, sondern es ist einfach nicht passiert. She Who Became the Sun ist ein Fantasy-Roman, nach meinem Geschmack richtig literarische, schöne, ich sag mal anspruchsvolle Fantasy, spielt in einem alternativen historischen China, hat gar nicht so super viel Magie, aber so die richtige Prise, um es noch zur Fantasy zu machen. Ich fand das ganz, ganz toll. Ich habe das auf Instagram rezensiert, ich glaube auf YouTube damals nicht. Und ich möchte eigentlich diesen zweiten Teil wirklich nicht zu weit rauszögern, dass ich ihn lese, weil ich sonst zu viel über den ersten Teil wieder vergesse. Also würde ich sagen, das ist jetzt der erste Kandidat, wenn wir Jens Gedichtsammlung mitzählen, der zweite Kandidat für meine TBA-Liste und das notiere ich jetzt mal schnell. Als nächstes auf meiner Liste in meinem Posting steht Die Farbe der Rache von Cornelia Funke. Lustigerweise in meinem Post ist noch dieses ursprüngliche Cover zu sehen. Vielleicht habt ihr das Drama mitbekommen. Der Verlag wollte im Zuge dieser neuen Veröffentlichung die ganze Reihe, also auch die ursprünglichen drei Bände und diesen vierten Band mit so ganz neu designten Covern rausgeben. So ein bisschen retromäßig sahen die aus, fand ich, mit so einem großen Buchstaben und dann irgendwie einem Tier dabei. Und die Fans sind völlig auf die Barrikaden gestiegen und haben gesagt, nein, wir wollen diesen vierten Band genau in dem Stil wie die ursprüngliche Trilogie auch. Ja, für den Verlag wäre das natürlich eine coole Idee gewesen, alles nochmal neu rauszubringen, denn sie haben sich vermutlich erhofft, dass die Leute dann auch alle vier Bände nochmal kaufen oder dass sich zumindest einige das tun. Aber das ist nicht aufgegangen. Sie haben sich dem Aufschrei gebeugt und haben das Cover im ursprünglichen Stil gemacht. Ja, viele von euch wissen mit Sicherheit, worum es geht. Ich hoffe, es war jetzt nicht schon zu verwirrend. Ich habe nicht gut erklärt, was für ein Buch das ist. Die Tintenwelt-Trilogie ist ja vor Jahren rausgekommen. Also die habe ich als Kind und Teenager gelesen. Und war großer, großer Fan. Ich war sowieso schon großer Cornelia Funke-Fan als Kind, bevor Tintenherz überhaupt rauskam. Dann kam Tintenherz und wurde zu einem meiner größten Lieblingsbücher aller Zeiten. Und jahrelang war die Trilogie abgeschlossen und war fertig und es war gut. Und dann hat Cornelia Funke irgendwann angekündigt, es kommt doch noch dieser vierte Teil. Der hat dann noch mal eine ganze Weile auf sich warten lassen. Jetzt ist er tatsächlich da und ich habe ihn noch nicht gelesen. Ich habe ihn schon hier, wie ihr seht, und das wird auch das nächste Buch, was ich lesen werde, ganz bestimmt. Das ist am 10., 12. Oktober rausgekommen oder so. Und ich habe einfach den kompletten Oktober lang an einem einzigen dicken Wälzer gelesen. Zu dem werden wir gleich auch noch kommen. Und aus dem Grund bin ich noch nicht hierzu gekommen. Aber das möchte ich auf jeden Fall noch lesen. Also das kann ich mir direkt auf die TBA-Liste noch mit draufschreiben. Dann hätten wir schon drei Bücher beisammen. Aber es werden bestimmt noch mehr werden. Denn das Buch von Jen und das von Cornelia Funke,
die habe ich eigentlich auch zu den 5 Büchern dazugezählt, von denen ich vorhin meinte, die muss ich unabhängig von der Liste noch lesen. Also da haben wir jetzt ein bisschen Überschneidung und das ist auch völlig in Ordnung so. Ich bin sehr, sehr gespannt hier drauf. Nach wie vor habe ich ein bisschen Sorge, dass ich enttäuscht sein könnte, aber man muss einfach mit dem richtigen Mindset drangehen und sich drauf einlassen. Und ja, ich glaube, das wird zauberhaft. Das waren die ersten 6 Bücher von dieser Liste. Und dann habe ich als nächstes hier stehen, Dies ist mein letztes Lied von Lena Richter. Das ist das Debüt von Lena Richter. Auf Lena Richter bin ich aufmerksam geworden durch einen Podcast, den sie zusammen mit Judith Vogt macht, der Gender Swapped Podcast, ein Rollenspiel-Podcast tatsächlich. Und da haben sie mal von diesem Buch berichtet. Und es ist eine Novelle, es ist beim Verlag Ohne Ohren erschienen, ein kleiner unabhängiger Fantastikverlag. Und ich habe dieses Buch noch nicht gelesen. Soweit ich weiß, geht es um einen Straßenmusiker, der entdeckt, dass er mit dem Spielen von Liedern, ich glaube auf seiner Gitarre, Tore zu anderen Welten öffnen kann. Und ja, es geht irgendwie um diese Geschichte, ein bisschen um diese Abenteuergeschichte, denke ich mal. Aber sie sagte im Podcast auch, dass es ihr darum ging, die Frage zu erkunden, wie viel ist uns Kunst eigentlich wert und wie schwer hat man es als Künstler von seiner Arbeit zu leben, obwohl wir alle als Gesellschaft Kultur brauchen, ist es immer so schwer, davon zu leben, Kultur zu machen und so weiter. Das klang alles sehr, sehr interessant. Der Verlag hat sogar diesen Post von mir gesehen und hat mir ein Rezensionsexemplar angeboten und ich habe aber abgelehnt, weil mich einfach Rezensionsexemplare immer auch ein bisschen unter Druck setzen und ich wollte es eigentlich gerne kaufen, um Autorin und Verlag zu unterstützen. Leider ist das, wie ihr seht, bisher nicht passiert, aber ich entscheide jetzt aus dem Bauch raus, dieses Buch kommt auch auf meine TBR-Liste für das Ende des Jahres, denn das ist eine Novelle, das kann nicht so lang sein. Wie gesagt, ich möchte Lena Richter und den Verlag Ohne Ohren eigentlich gerne unterstützen. Also ja, Dies ist mein letztes Lied von Lena Richter, kommt mit auf meine Liste. Dann steht auf meiner Liste Die linke Hand der Dunkelheit von Ursula K. Le Guin. Natürlich ein Klassiker und nicht die erste Erscheinung, aber das kam doch dieses Jahr raus in dieser neuen Übersetzung von Karen Nölle beim Fischer Thor Verlag. Und ich bin sehr froh zu sagen, dass ich dieses Buch gelesen habe. Ich habe das tatsächlich zusammen mit meinem Freund gelesen. Das machen wir schon mal ganz gerne, dass wir ein Buch gemeinsam lesen. Und wir sind beide Ursula K. Le Guin Fans, auch wenn ihre Bücher schon mal ein bisschen schwierig sein können, schon mal nicht so super zugänglich, wie das vielleicht bei modernen Fantasy- und Science-Fiction-Büchern eher der Fall ist. In dem Fall ist es ja Science-Fiction. Es handelt von einem Eis- oder Winterplaneten, auf den ein Gesandter geschickt wird, der Hainisch. Also diese Science-Fiction-Romane von Ursula K. Le Guin spielen ja alle irgendwie in diesem Hainisch-Zyklus und Universum. Und er muss die Menschen, die diesen Winterplaneten bevölkern, davon überzeugen, dass sie der Weltengemeinschaft der Hainisch beitreten und muss ihnen überhaupt erstmal beibringen, dass er jetzt von einem anderen Planeten kommt und dass es ganz viele bewohnte Planeten gibt und unterschiedlichste Menschen, die diese Planeten bewohnen. Das ist halt für die alles noch völlig neu und es ist gar nicht so einfach, alleine auf diesem Planeten sich Gehör zu verschaffen und irgendwie den Glauben der Menschen zu finden. Und ja, also ein Buch, das mich zum Teil ein bisschen verwirrt hat mit den ganzen politischen Verwicklungen, in denen sich unsere Hauptperson dann verstrickt. Aber bei Ursula K. Le Guin ist das ja immer so, es ist irgendwie ein fantastisches Setting, es ist irgendein erfundener Winterplanet und unter der Oberfläche ist es aber ein Buch, in dem es irgendwie ganz viel um unsere Welt, um unser Leben und unser Menschsein geht. Ein Buch, in dem ganz viel Weisheit steckt und ja, das uns beiden gut gefallen hat. Obwohl es auch eine kleine Herausforderung war, aber das macht ja auch Spaß an der Literatur, also mir zumindest. Ja, also das war Die linke Hand der Dunkelheit von Ursula K. Le Guin. Ich habe noch gar nicht drüber gesprochen, dass es auch eine ganz interessante Erkundung des Themas Gender gibt in diesem Buch, wo es ja dann schon sehr seinerzeit voraus war.
mit diesem Thema. Ja, genau. Ich darf nicht zu lange über die einzelnen Bücher quatschen, sonst wird das Video zu lang, aber das hier ist nichts mehr für meine TBA-Liste. Als nächstes in meinem Posting The Way of Idan von Philip Chase. Über dieses Buch habe ich schon gefühlt so häufig gesprochen, irgendwie passt es in so viele Videos immer wieder rein. Und hier auch, es ist der Auftakt zu einer Fantasy-Trilogie, die Philip Chase, ein US-amerikanischer Autor und Booktuber, im Self-Publishing rausgebracht hat dieses Jahr. Mittlerweile sind alle drei Teile erschienen. Und der dritte Teil ist der besagte Wälzer, von dem ich geredet habe, den ich den ganzen Oktober lang gelesen habe. Und jetzt habe ich noch 4% in meinem E-Book und es ist gerade extrem spannend. Und ich werde sehr traurig sein, wenn diese Trilogie zu Ende geht. Also, um es kurz zu machen, High Fantasy, sehr, sehr kluge, wunderschön geschriebene, grandios gestaltete High Fantasy. Und ich bin so froh, dass Philipp schon erzählt hat, dass er an einem Einzelroman schreibt, der in derselben Welt spielt. Das lindert den Abschiedsschmerz ein bisschen, wenn ich den dritten Band beendet haben werde. Aber das ist nichts mehr für meine TBA-Liste. Als nächstes auf meiner Liste die Insel der 1000 Leuchttürme von Walter Mörs. Ja, ein Großereignis in der Fantastikszene in Deutschland oder auch auf dem Buchmarkt generell. Ich bin großer Walter Mörs und Zamonien-Fan. Nichtsdestotrotz habe ich dieses Buch noch nicht gelesen. Das liegt zum einen daran, dass im September und Oktober einfach so viele spannende Bücher rauskamen. Und wie gesagt, den ganzen Oktober lang habe ich ein einziges Buch gelesen. Es liegt aber auch ein bisschen daran, dass das Buch extrem teuer ist und dass ich mich dagegen entschieden habe, es zu kaufen. Ich glaube, 42 Euro war der Preis. Und ja, ich weiß, es ist gebunden. Ich weiß, da sind Illustrationen drin. Und ich weiß, der Papierpreis war auch schon mal günstiger. Nichtsdestotrotz rechtfertigt das nicht 42 Euro. Also da hatte ich das Gefühl, der Verlag wollte die Kuh richtig melken. Und ich habe das Buch jetzt bei der Bibliothek angefordert. Und sie haben es auch angeschafft und da werde ich es ausleihen. Ja, ich weiß gar nicht, ich muss, glaube ich, nicht groß erzählen, worum es in dem Buch geht. Wahrscheinlich haben viele von euch es sowieso schon gelesen und sind mir damit einen Schritt voraus und wissen viel besser, worum es geht. Es ist halt der neue Zamonien-Roman und der war so, so lange angekündigt. Also ich habe das jetzt nicht mehr recherchiert. Aber ich meine mich zu erinnern, dass ich vor 10 Jahren, so 2013 rum, das kommt hin, in meiner Studentenbude in Münster gesessen habe und da schon die Walter Mörs Facebook-Seite durchforstet habe nach Hinweisen von diesem Buch, weil da das Buch schon angekündigt war und ich schon gedacht habe, was ist denn daraus geworden? Da hat man gar nichts mehr gehört. Und dann sind die Jahre echt ins Land gestrichen und er hat andere Dinge veröffentlicht, die aber dann eher so Spin-offs waren oder ein bisschen eher wirkten wie so Zamonien-Märchen. Ich denke so an das Labyrinth der träumenden Bücher, ich denke an den Bücher Drachen. Dann hat er ja die Prinzessin Insomnia gemacht. Das kommt so einem richtigen Oldschool-Zamonien-Roman vielleicht noch am nächsten von den Büchern aus den letzten Jahren. Aber irgendwie fühlte sich das auch sehr anders an, weil es nicht seine Illustrationen hatte. Und es war vom Feeling schon irgendwie anders. Ja, und meine Hoffnung ist, dass die Insel der 1000 Leuchttürme wirklich nochmal so ein richtiger, waschechter Zamonien-Roman wie in alten Zeiten ist. Die ersten Rezensionen, die ich gehört habe, waren sehr positiv und ich freue mich sehr drauf. Und was jetzt meine TBA-Liste angeht, packe ich das sehr gerne da drauf. Also sehr, sehr, sehr gerne lese ich das noch bis Ende des Jahres. Allerdings, ich habe erzählt, ich habe es bei der Bibliothek angefordert und sie hat es angeschafft, aber ich habe mich jetzt nicht darum gekümmert, das direkt auszuleihen. Und ich gehe mal davon aus, dass da jetzt 25 Leute auf einer Warteliste stehen und ich dann erst nächstes Jahr überhaupt drankomme mit dem Ausleihen. Ich weiß es aber nicht genau. Ich werde es versuchen, ich werde es auf die Liste setzen, aber vielleicht komme ich dieses Jahr gar nicht mehr dran und dann war es höhere Gewalt. Ja, da musste ich das Video nochmal neu starten. Dieser ganze Videodreh ist irgendwie sehr durcheinander. Ich hoffe, das kommt nicht so ganz rüber, aber als nächstes auf meiner Liste, habe ich schon gesehen, stand Ohne mich von Esther Schüttpelz. Und das müsste ich hier im Regal stehen haben. Auf dieses Buch bin ich aufmerksam geworden wegen einer Veranstaltung bei der Lit Cologne, zu der ich mit meiner Schwester gegangen bin. Und da hat Esther Schüttpelz aus ihrem Werk gelesen. Die Lit Cologne ist so eine Veranstaltungsreihe, literarische Veranstaltungsreihe, die einmal im Jahr in Köln stattfindet. Und das ist eine super schöne Veranstaltung, wo ich da war. Da wird ein Debütpreis verliehen und das Publikum darf darüber entscheiden, wer den Preis bekommt. Und meine Schwester hatte tatsächlich für dieses Buch gestimmt. Ich hatte für ein anderes Buch gestimmt, aber in dem Zuge habe ich es mir
Obwohl, nee, das habe ich mir gar nicht gekauft. Das hat meine Schwester mir gekauft und geschenkt. Und ich habe es mir dann noch signieren lassen. Und dieses Buch hat den Preis auch tatsächlich gewonnen. Nachdem ich es gelesen habe, war ich nicht mehr ganz oder war ich ja nicht ganz so begeistert. Also es geht um eine junge Jurastudentin, die sehr früh heiratet und dann, ich glaube, nach nur einem Jahr sich schon wieder scheiden lässt und dann irgendwie mit Ende 20 schon geschieden ist. Und es ist so ein bisschen Stream of Consciousness mäßig geschrieben manchmal. Und sie erzählt irgendwie von ihrem Studium und ihrem Referendariat und Freundeskreis und wie sie feiern gehen und wie sie dann ihren Ex-Mann dann auch schon mal trifft, weil der immer noch im Freundeskreis ist. Und ja, ich glaube, es hat ein bisschen gehakelt zwischen mir und dem Buch, weil diese Protagonistin mir so ein bisschen auf den Senkel gegangen ist. Aber das ist auf jeden Fall gelesen und damit nichts mehr für meine TBR-Liste. Dann steht auf meiner Liste Cuddy von Benjamin Myers. Boah, ich kann euch überhaupt nicht mehr sagen, worum es in diesem Buch geht. Ich habe es nicht gelesen, ich habe tatsächlich überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht. Und ich merke auch, dass mein Interesse an dem Buch so ein bisschen verpufft ist im Laufe der Zeit, weswegen ich das jetzt auch nicht mehr für meine TBR-Liste aufnehmen werde und wahrscheinlich auch nicht als Lesevorhaben mehr mitnehmen werde in das nächste Jahr. Ich habe von Benjamin Myers schon ein Buch gelesen, nämlich Offene See in der deutschen Übersetzung. Und das ist ja auch ganz, ganz hoch gelobt worden von vielen. Und ich fand es so okay, aber habe so die Begeisterung nicht ganz so gespürt. Deswegen, ja, da ich jetzt eh nicht mehr weiß, worum es in Cuddy geht, ist irgendwie die Aufregung so ein bisschen dahin und ich würde sagen, das ist nichts mehr für meine Liste und damit haben wir diese Liste von Neuerscheinungen abgearbeitet und ich habe bereits jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Bücher auf meiner Liste stehen, inklusive den beiden, die ich schon hier habe von Cornelia Funke und Jane Campbell, aber ja, das ist schon relativ ordentlich, aber jetzt kommen wir zu der nächsten Liste, meine 13 Bücher für 2023 und das hatte ich als ein Kurzvideo gepostet. Vielleicht haben es manche von euch gesehen und das werde ich jetzt mal starten und mir mal angucken, was für Bücher mir da noch entgegenfliegen. Da sehe ich als erstes Der Passagier von Cormac McCarthy und das kommt mir sehr gelegen, denn dieses Werk habe ich tatsächlich bereits gelesen. Ein großer Roman des großen amerikanischen Schriftstellers. Oberflächlich hat es was von einem Thriller. Unter der Oberfläche geht es auch viel um die amerikanische Geschichte und um das Tauchen in die eigene Vergangenheit und um eine Beziehung zwischen einer Schwester und einem Bruder. Und ja, das war ein tolles Buch. Nicht mein persönlicher Liebling von McCarthy. Und ich habe auch festgestellt, das kam ja raus als so eine Art Doppelroman. Also ich möchte jetzt nicht sagen Zweiteiler, aber das war irgendwie so ein Roman, der einen Geschwisterroman hat, nenne ich es mal, passt ja auch zum Geschwisterthema, nämlich Stella Maris hieß der andere Roman, der auch noch rauskam und der sich, glaube ich, noch mehr auf die Schwester konzentriert und den habe ich tatsächlich gar nicht mehr gelesen. Irgendwie war das Interesse daran gar nicht mehr da, daran fühle ich schon jetzt im Nachhinein, dass das Buch mich nicht ganz so mitgerissen hat, dass ich dieses zweite Buch auch noch lesen wollte, aber auf jeden Fall ist das gelesen und auch nur das stand auf meiner Liste und damit bin ich schon zufrieden. Als nächstes steht hier Kim de L'Horizon, Blutbuch, Gewinner des Deutschen Buchpreises 2022. Mittlerweile haben wir sogar schon einen Gewinner für das Jahr 2023 und ich habe Blutbuch immer noch nicht gelesen. Das ärgert mich jetzt fast ein bisschen, dass ich da noch nicht zugekommen bin. Und das schreibe ich mir jetzt auch noch mit auf die Liste. Das entscheide ich jetzt einfach mal aus dem Bauch raus, weil mich das wirklich immer noch total interessiert und ich ein bisschen schade finde, dass ich noch nicht dazu gekommen bin. Das ist auch ein Buch, was ich auf jeden Fall bei der Stadtbibliothek bekommen kann. Kim de L'Horizon ist ja non-binär oder definiert sich als non-binär und darum geht es auch in dem Buch. Es ist, glaube ich, ein sehr experimentell und fragmentarisch erzählter Roman mit unterschiedlichsten Textformen und Stilen und es geht eben darum, die eigene Identität zu finden und gegenüber der Familie zu verteidigen. Und ja, ich glaube, das ist ein spannendes Buch und ich habe das Gefühl, das ist so eins, was ich auch ein Stück weit lesen möchte, um es gelesen zu haben, weil ich eigentlich die Buchpreisgewinner in den letzten Jahren immer gelesen habe. Und ja, ich schreibe es mir auf. Ah, dann kommt als nächstes
Jane Goodall, ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Obwohl ich ein kleines Fangirl bin, bin ich immer wieder unsicher, wie man ihren Nachnamen ausspricht. Das Buch der Hoffnung. Und zwar ist das ein Buch von ihr und von Douglas Abrams. Und das habe ich als Hörbuch gehört. Und kann wirklich sehr empfehlen, wenn ihr Spaß habt, auch englische Hörbücher zu hören, das halt im Original zu hören, weil das nämlich ein Gespräch ist zwischen den beiden. Und beide lesen das Hörbuch und lesen dann jeweils ihre Passagen. Und das ist total toll gemacht und super schön zu hören. Und es geht im Grunde darum, wie Jane immer noch Hoffnung haben kann für die Welt und immer noch durch die Welt reisen kann und Hoffnung verbreiten kann, obwohl scheinbar vieles so hoffnungslos wirkt. Es geht vor allem um Umweltthemen, aber nicht nur, es geht auch um gesellschaftliche und humanitäre Themen. Und sie berichtet von vier Gründen, die sie hat, die ihr immer noch Hoffnung geben. Da ist zum Beispiel dabei die Widerstandsfähigkeit der Natur, die Kraft der jungen Generation, der Indomitable nennt sie das, wie sagt man das auf Deutsch, so der unzähmbare menschliche Spirit. Ich kann es gerade aus dem FF gar nicht auf Deutsch übersetzen. Aber das ist ein total schönes Buch. Wie gesagt, ich bin vielleicht voreingenommen, weil ich eh großer Fan von ihr bin. Aber das kann ich sehr empfehlen und das ist nichts mehr für meine Liste. Und dann kommt als nächstes, oh weia, Dan Simmons, die Hyperion-Gesänge. Ihr merkt schon an meiner Reaktion, ich habe die Hyperion-Gesänge von Dan Simmons immer noch nicht gelesen, obwohl das schon sehr, sehr lange in meinem Hinterkopf herumgeistert oder auf diverse Listen geschrieben wurde und ich habe es immer noch nicht geschafft. Das ist ein moderner Science-Fiction-Klassiker, der einige Fans hat, auch unter meinen Abonnenten, das weiß ich schon. Ich werde bestimmt wieder ein paar Kommentare dazu kriegen. Mein Problem ist, glaube ich, ein bisschen, dass, soweit ich weiß, das eigentlich mehrere Bücher sind, aber sowohl bei meiner Stadtbibliothek als auch wenn ich sonst schon mal in der Buchhandlung vielleicht drauf gestoßen bin oder online oder sonst wo, dann wird das immer so als ein Sammelband verkauft und dann ist das direkt so ein Riesenschinken und irgendwie ist das so ein bisschen abschreckend. Ich fände das gar nicht schlecht, wenn ich mal so das erste Buch als einzelnes Buch mir zum Beispiel bei der Bibliothek leihen könnte und dann schafft man das wenigstens auch in der Leihfrist zu lesen und so, aber ja, ich weiß auch nicht. Also, wie gesagt, ich glaube, die Stadtbibliothek hat auch so einen fetten Sammelband, dann auch noch als E-Book und dann kann man das nur 2 Wochen ausleihen und das ist alles so ein bisschen ungünstig und ganz bestimmt schaffe ich das jetzt auch nicht mehr bis Jahresende. Aber ich behalte es im Hinterkopf, ich verspreche es euch, ich bin nach wie vor super neugierig darauf. Ich möchte die Hyperion-Gesänge von Dan Simmons nach wie vor lesen, aber nicht mehr im Jahre 2023 leider. Oh, als nächstes kommt Anna Hope, Was wir sind. Das habe ich im englischen Original gelesen. Das hatte meine Stadtbibliothek auch da glücklicherweise. Das hieß Expectation oder Expectations, ich glaube im Plural mit S. Und das ist ein wunderschönes Buch von 3 Freundinnen. In ihren 30ern, die alle so ein bisschen damit strugglen, so ihren Weg im Leben zu finden. Und das klingt total platt und blöd, wenn ich das jetzt so kurz zusammenfasse, aber es ist ein großartiges Buch, das ich auch am Ende des Jahres in meinem Video über meine Lieblingsbücher aus dem Jahr nochmal erwähnen werde. Und dann werde ich hoffentlich bessere Worte dafür finden, um euch zu überzeugen, was für ein wunderschönes Buch das ist. Oh ja, und dann habe ich als nächstes hier im Video Ken Liu, The Paper Menagerie. Das ist eine Kurzgeschichtensammlung. Obwohl ihr Ken Liu vielleicht eher von seiner Dandelion Dynasty kennt, die auch ins Deutsche übersetzt wurde. Das ist so eine Fantasy-Reihe. Auch sehr beliebt, aber ich war auf seine Kurzgeschichten etwas neugieriger, habe bisher aber noch nichts von ihm gelesen und habe über diese Kurzgeschichten Großartiges gehört. Also wirklich so Rezensionen, wo man denkt, boah, das sind die besten Kurzgeschichten, die je geschrieben wurden. Also soll wirklich ganz, ganz toll sein. Ich habe aber Hemmungen, mir das auch noch mit auf die Liste zu schreiben. Ich habe wirklich Sorge, dass die zu lang wird. Und das ist halt so ein Buch, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass meine Bibliothek es nicht haben wird. Das ist immer noch mal eine kleine Hemmschwelle, beziehungsweise dann denke ich mir, vielleicht macht es Sinn, Weihnachten erstmal abzuwarten. Vielleicht hat das Christkind ja einen Buchgutschein für mich dabei und dann kaufe ich das Buch davon und lese es im nächsten Jahr. Nach wie vor möchte ich es gern lesen, aber ich packe es jetzt nicht noch mit auf meine Liste.
Dann habe ich als nächstes Wasteland von Judith Vogt und Christian Vogt. Ja, kann ich euch auch nicht in die Kamera halten. Das war auch von der Bibliothek ausgeliehen, aber das habe ich gelesen. Das ist ein Science-Fiction-Roman, der in Deutschland spielt in einigen Jahrzehnten. Es ist quasi eine Utopie in der Dystopie. Sehr interessant gemacht. Ich habe das in meinem Video über Hope-Punk-Romane und Geschichten gezeigt. Das ist gelesen und damit nichts für meine Liste. Oh, dann habe ich hier noch draufstehen gehabt, Clemens J. Setz, der Trost runder Dinge. Meine Stadtbibliothek ist sehr gut ausgestattet, wie ihr merkt, denn das konnte ich auch darüber ausleihen. Das ist eben eine Kurzgeschichtensammlung von Clemens J. Setz und das ist eine der besten Kurzgeschichtensammlungen, die ich in meinem Leben gelesen habe. Also Setz ist wirklich ein großartiger Autor und er kann Kurzgeschichten scheinbar genauso gut wie Romane schreiben, also sehr zu empfehlen. Interessant, dann habe ich hier noch Utopien für Realisten von Rüdger Brechmann. Das ist der Autor, der im Grunde gut geschrieben hat. Ein Sachbuch, das vor einigen Jahren eins meiner absoluten Lieblingsbücher war. Also so Lieblingsbücher, Highlights des Jahres, ihr wisst, was ich meine. In dem es darum geht, warum die Menschen im Grunde ihres Wesens gut sind. Und das war so toll geschrieben und gemacht. Sehr bewegend, sehr lesenswert. Und ja, einfach, weil mir das so gut gefallen hat, war ich daran interessiert, mehr von ihm zu lesen. Und das ist eben auch wieder ein Sachbuch. Und ich weiß nicht so viel über dieses Buch, außer dass es darum geht, unsere Gesellschaft irgendwie neu zu denken mit diesem utopischen, hoffnungsvollen Hintergedanken. Im Untertitel heißt es, die Zeit ist reif für die 15-Stunden-Woche, offene Grenzen und das bedingungslose Grundeinkommen. Also kann gut sein, dass da auch ein paar Sachen drin sind, wo man so denkt, kann ich mir nicht so vorstellen, aber irgendwie ist es ja auch immer interessant, sich darauf einzulassen. Und ja, witzigerweise habe ich dieses Buch mir gebraucht, sogar schon mal besorgt gehabt vor einigen Monaten, im Frühsommer irgendwann. Und dann hatte eine Freundin von mir Geburtstag und ich habe gedacht, boah, das wäre eigentlich was, das könnte der auch gefallen und habe ihr dieses Exemplar geschenkt und damit tatsächlich total ins Blaue getroffen. Die hatte von dem Buch schon gehört und hat sich mega gefreut, aber damit war das Exemplar weg und das hat dazu geführt, dass ich es jetzt noch nicht gelesen habe. Aber eine andere Freundin von mir hat dieses Kurzvideo von mir gesehen und hat mir daraufhin gesagt, sie hätte das Buch zu Hause und könnte es mir ausleihen. Und da müsste ich eigentlich mal drauf zurückkommen. Ich hoffe, dass das Buch den Umzug überlebt hat. Und dann werde ich besagte Freundin mal ansprechen, ob sie es mir noch ausleiht. Jetzt ist nur die große Frage, ob ich das auch noch mit auf meine Liste für das Ende des Jahres schreibe. Weil ich ja echt die Liste realistisch halten wollte, sodass ich sie wirklich noch abarbeiten kann. Und ich habe da jetzt 6 Bücher draufstehen. Und ich habe noch im Hinterkopf 4 andere Bücher, die ich auch noch lesen muss. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal bis zum Ende des Videos weiter gucken, was da noch für andere Bücher kommen, denn gerade im Moment bin ich nicht sicher, ob ich das schaffe. Also das bleibt als Vielleicht-Punkt mal gerade stehen. Das Buch von dem Herrn Brechmann. Oh, und dann kommt hier als nächstes Iris Wolf, Die Unschärfe der Welt. Das müsste ein deutscher Roman sein. Ich glaube, das war mal nominiert für den Deutschen Buchpreis. Und damals habe ich mir das nicht so richtig auf meine persönliche Leseliste geschrieben. Aber dann hat das irgendwer von euch nochmal in den Kommentaren empfohlen. Und auf den Kommentar hat noch jemand geantwortet und gesagt, boah, das ist wirklich ein tolles Buch. Und da habe ich gedacht, Mensch, da muss ich doch mal gucken, was es damit auf sich hat und habe das hier auf meine Liste 13 für 2023 aufgenommen, damit ich es auch wirklich lese. Und es hat nicht funktioniert, denn ich habe es nicht gelesen. Aber ich fühle das jetzt auch gerade nicht, dass das unbedingt in den nächsten beiden Monaten passieren muss. Also Iris Wolf, Die Unschärfe der Welt, ich darf es nicht vergessen, aber es kommt jetzt nicht mit auf meine Liste, fürchte ich. Dann kommt hier Gott sei Dank nochmal ein Buch, das ich schon gelesen habe. Christoph Wenzel, Landläufiges Lexikon, ist das nächste Buch von meiner Liste gewesen. Das ist ein Gedichtband. Ich habe dieses Jahr so viele Gedichte gelesen wie noch nie zuvor, in irgendeinem Jahr meines Lebens. Unter anderem dieses Buch von dem Aachener Lyriker Christoph Wenzel. Was mir wirklich gut gefallen hat, was ich aber auch immer wieder feststelle, ist, dass ich Lyrik-Anthologien häufig lieber lese als so einen Gedichtband eines Autors. Weil es sein kann, dass dann doch die Gedichte von Stil und Themen her alle sehr ähnlich sind
und das dann so ein bisschen eintönig wird. Und ich glaube, das war auch so ein kleines bisschen mein Problem hiermit. Obwohl, wenn ich die Gedichte so einzeln irgendwo gesehen hätte, ich sie ganz toll gefunden hätte, waren sie sich alle recht ähnlich. Und das war dann ein bisschen viel auf einmal manchmal. Also es geht ganz viel um Beschreibungen von städtischen und ländlichen Räumen. Und Christoph Wenzel arbeitet auch relativ viel mit so Aufzählungen als stilistisches Mittel. Und obwohl das wirklich gut gemacht war, wie gesagt, ist es nicht mein persönlicher Lieblingslyrikband aus diesem Jahr gewesen. Aber Christoph Wenzel ist ein super spannender Lyriker, der auch als Herausgeber arbeitet, der zum Beispiel auch den Instagram-Account Flusslaut moderiert und da Lyrik von LyrikerInnen aus dem Rheinland postet. Also ich verfolge recht aufmerksam, was der so macht und finde da ganz vieles ganz, ganz spannend. Und dieses Buch ist zum Glück gelesen und nichts mehr für meine Liste. Dann kommt hier als nächstes Mon Chéri, wie hieß es genau, Moment, Mon Chéri und unsere demolierten Seelen von Verena Rosbacher. Das habe ich auch nicht gelesen. Verena Rosbacher ist eine österreichische Autorin, von der ich vor Ewigkeiten mal den Debütroman gelesen habe, Verlangen nach Drachen. Und den fand ich damals großartig. Ist wie gesagt lange her. Ich weiß nicht, ob er heutzutage noch denselben Effekt auf mich hätte, vielleicht nicht. Aber das war so der Punkt, wo ich sie kennengelernt habe, sie und ihr Werk, und seitdem war irgendwie gesetzt, dass ich alles lesen würde, was von ihr erscheint. Und super viel ist seitdem nicht von ihr erschienen. 3 Bücher hat sie noch rausgebracht, nämlich, sie hat sogar nur 2 Bücher noch rausgebracht, also insgesamt 3. Also Schwätzen und Schlachten kam von ihr noch irgendwann und dann zuletzt Ich war Diener im Hause Hobbs. Und jetzt eben dieses Buch Mon Chéri, von dem ich auch nicht super viel gehört habe, außer eine positive Rezension im Papierstaub-Podcast. Und ich möchte es gerne noch lesen. Verena Rosbacher lässt mich noch nicht los, auch wenn ihre 2 letzten Bücher mich nicht mehr so von den Socken gehauen haben wie ihr Debütroman. Möchte ich trotzdem gerne noch lesen, was sie publiziert. Aber ihr ahnt es schon, nicht mehr bis Ende des Jahres. Ich hoffe, die alte Leier wird jetzt langsam nicht langweilig, weil ich bei so vielen Büchern jetzt sage, die kommen nicht auf die Liste. Aber ihr kennt das Problem sicher auch. Too many books, too little time. Und ich möchte realistisch bleiben. So, was kommt jetzt noch? Ein Buch haben wir noch auf der Liste und Gott sei Dank ist das He Who Drowned the World von Shelley Parker Chan. Das war nämlich nicht nur eine Neuerscheinung, auf die ich mich gefreut habe, sondern ich habe das scheinbar auch hier auf meine Liste 13 für 2023 gesetzt. Also haben wir da ein bisschen Überschneidung. Das war das 13. Buch und das habe ich ja schon auf meine TBR-Liste geschrieben. Also müssen wir darüber nicht mehr sprechen. Puh, ich habe meine Kehle ganz trocken und wund geredet gefühlt, aber wir haben es geschafft. Wir sind meine 2 Buchlisten von Anfang des Jahres durchgegangen und ich gehe jetzt nochmal im Schnelldurchlauf durch, was meine TBR-Liste bis zum Ende des Jahres ist. Das ist nämlich von Jane Campbell, Please Do Not Touch This Exhibit, von Cornelia Funke, Die Farbe der Rache, und da nehme ich auch meinen Spickzettel zu Rate hier. He Who Drowned the World von Shelley Parker Chan. Außerdem, dies ist mein letztes Lied von Lena Richter. Die Insel der 1000 Leuchttürme von Walter Mörs. Und Blutbuch von Kim de Lorison. Und für die ganz Neugierigen könnte ich ja auch mal kurz erwähnen, welche Bücher ich außerdem noch lesen möchte. Nämlich das hier, Vor der Revolution, ein fantastischer Almanach. Das habe ich nämlich als Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen von dem neuen Kleinverlag Carcosa, der Carcosa Verlag. Könnt ihr ja mal googeln, wenn ihr wollt. Das ist jetzt nicht bezahlte Werbung oder sowas, aber ich habe es tatsächlich zugeschickt bekommen. Die hatten mir initial eine E-Mail geschickt und ich fand, deren Programm klang super, super spannend. Die schreiben sich halt ganz groß auf die Fahne, anspruchsvolle Fantastikliteratur zu machen. Damit haben sie mich gekriegt. Außerdem möchte ich bis Ende des Jahres noch lesen Die Toten schlafen fest von Hartwig Mauritz. Da war ich auf einer Lesung. Das ist ein Lyriker, der jetzt seinen neuen Lyrikband rausgebracht hat. Ich möchte außerdem noch ein Buch lesen, das ich geschenkt bekommen habe. Fräulein draußen, wie ich unterwegs das Große in den kleinen Dingen fand. Und 2 Bücher, die ich als E-Books noch
besitze, nämlich Maman von Sylvie Schenk und außerdem Girlfriends von Holly Bourne. Was das für Bücher sind, wie und warum ich sie lesen möchte und wie sie mir dann letztendlich gefallen, das müssen wir in einem anderen Video mal besprechen. Jetzt wisst ihr Bescheid, was mich literarisch beschäftigen wird bis zum Ende des Jahres. Drückt mir Daumen, dass ich möglichst viel davon geschafft bekomme und lasst mich gerne wissen, wie es euch geht, wie es euch in letzter Zeit ergangen ist, was ihr so lest und was eure Lesepläne bis zum Ende des Jahres sind. Und dann sage ich, macht's gut, lest was Schönes und bis demnächst.